Guck mal da, Antenne. Welche ist das jetzt? Achso, diese hier, ne? Ja, hier, die TBS. Du, hab ich auch. Also ich bin halt am gucken, ob das da wirklich da unten immer drauf bleibt, weißt du? Ja, warum nicht? Den hast du da ja gesichert irgendwie. Und zwei Schrumpfläuche. Ja, der kann doch gar nicht weg. Ich hab die auch. Hast du so eine Originale auseinandergeschabt? Oder? Nee, das war von Frank. Achso. Die haben wir irgendwie, oder wir haben die mal irgendwann getauscht. Du, und... Ne, das gibt nach, da bleibst du nirgendwo dran hängen und der reißt dir dann nichts raus, so wie letztens. Ja, du hast es ja auch nochmal verschraubt, also hier, das kannst du ja alles weglassen. Theoretisch ja. Ich habe sehr viel Gewicht jetzt eingespart. Ja. Guck mal, in Rheinbeck habe ich mir die Antenne weggeflogen. Normalerweise habt ihr Störungen gehabt? Nee. Wir haben da mal geflogen. Nee, die sind noch nicht geflogen. Achso, okay. Aber das sollte sich nicht stören, eigentlich eher beim, nur beim Phantom 2 und so. Was hat er denn? Kommt nicht hoch, das gibt's doch nicht. Sind. Ich bin ja schon geflogen. Okay. Und was piept da jetzt immer? Der hier. Ja, warum piept er? Weil er Lost Model hat. Pieper. Lost. Verfluchte Axt! Das gibt's doch nicht. Ich habe keinen anderen Kopter dabei. Auch langsam machen? Probier mal, geht das. Oder? Wenn hinten links der Motor nicht mitdrehen will. Dreh nicht hoch, ne? Hä? Der kommt nicht hoch. Ja. Als wenn er. Wenn der hinten links. Das ist ja nicht klein, oder? Kabel durch. Nee, Kabel durch? Ja, nee, er läuft. Er läuft ja. Er läuft ja. Woo!
Nee.